Robert Palikutscher, Sportvorstand des 1. FC Nürnberg. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Die erste spannende Frage wäre, es gab jetzt am Anfang der Woche zwei neue Gesichter hier im Pfalzner Weiher. Was war der Grund dafür, dass man gesagt hat, wir verstärken das Team hinter dem Team? Ich habe das angekündigt, dass ich mich in der Kaderplanung ein bisschen breiter aufstellen werde. Im Team und wir als Verein uns überhaupt da breiter aufstellen sollten, im Management-Team. Die Idee war bekannt, wurde relativ schnell umgesetzt. Die Jungs haben ihre Wünsche bei dem Verein hinterlegt, da rauszugehen relativ zeitnah, nachdem ich mit denen Einigung erzielt habe. Und spricht für deren Arbeit auch, dass die Vereine sie dann gehen lassen haben, entsprechend ihren Wünschen, aus Dankbarkeit für die Arbeit, die sie geleistet haben. Jetzt sind sie hier. Was waren denn die Gründe, zu sagen, wir nehmen die beiden? Ist das wirklich die geleistete Arbeit in der Vergangenheit? Oder was hat den Sportvorstand überzeugt, zu sagen, wir nehmen die zwei? Also die Fußballwelt ist jetzt nicht so riesig. Man kennt Leute, man lernt sich kennen, man sieht, wer was macht, wo sie unterwegs sind, wie sie über Spieler denken, unterhält sich. Und irgendwann reifen die Gedanken, dass man vielleicht zusammenarbeiten will. Es ist relativ schnell klar gewesen, dass wir ähnliche Ansichten haben vom Fußball und Club, wie wir uns hier aufstellen wollen und können mit den finanziellen Mitteln, und es hat einfach gepasst. Ist denn, oder was sind die Gründe dafür zu sagen, wir müssen uns zwangsläufig breiter aufstellen, das Team muss verstärkt werden? Ist es, weil es zu viel Arbeit ist in der heutigen Zeit? Was sind da die Gründe? Einerseits ist es die Masse an Arbeit in einem großen Verein wie der 1. FC Nürnberg. Andererseits ist es, glaube ich, immer ganz gut, auch mehrere Meinungen zu haben. Weil selber kann man nicht immer richtig liegen. Man macht Fehler. Und man darf auch nicht zu viele Meinungen haben, um nicht zum Ende zu kommen. Aber ich glaube, wenn man ein gutes Team zusammenstellt, wo jeder seine Fachkenntnisse einbringt, seine Stärken einbringt, auch andere Sachen im Verein erledigt, wird man zumindest zum guten Ergebnis kommen. Dann werfen wir noch einen kurzen Blick aufs Sportliche, denn noch stehen zwei Spiele an. Mindestens zwei Spiele, 6 Punkte sind jetzt aber nötig für den Klassenerhalt bzw. die Relegation. Wie ist die Situation für den Sportvorstand? Wie geht das oder was geht in dir vor? Ich gehe zum Spiel am Samstag, genauso wie du, und erwarte, dass wir 3 Punkte holen. Das heißt, zuversichtlich, dass das noch gelingen kann, das für viele viel zitierte kleine oder große Wunder. Klar, es geht um Überleben. Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Ich werde auch nicht nach Stuttgart gucken. Ich gucke auf uns und ich erwarte, dass wir am Samstag 3 Punkte holen. Hast du noch vorher Kontakt zur Mannschaft? Pushst du die Mannschaft nochmal oder ist es dann eher, dass man sagt, man lässt die Jungs in Ruhe, das Trainerteam kümmert sich darum, vielleicht auch aus eigener Erfahrung, gab es da irgendwie Situationen, dass du sagen kannst, als Spieler, das will ich eigentlich gar nicht oder das hilft mir nochmal zusätzlich? Grundsätzlich ist es die Aufgabe des Trainerteams, was so in der Kabine passiert. Ich bin da, ich bin in der Nähe, stehe zur Verfügung, ich unterstütze, aber Spieltagsabläufe fällt immer in die Aufgabe des Trainerteams und der Führungsspieler. Dann kurzen Blick, wenn man sagt, du hast gesagt, du sitzt bei den Spielen nicht auf der Trainerbank, sondern oben auf der Tribüne. Wie fieberst du damit? Guckst du das Spiel eher in Ruhe oder wie sind die Emotionen da? So ein Spiel wie Wolfsburg ist dann relativ emotionslos. Wenn man die 2 Tore kassiert, man regt sich auf innerlich, man ist verärgert darüber. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwelche Großchancen ausgelassen haben, wo du schon halb am Jubeln bist. Wie vielleicht beim Spiel gegen Bayern, beim Elfmeter, wo du hinterher guckst, wie der Ball entlang der Linie kullert. Aber wenn Fußball emotionslos wäre, dann wäre es scheiße. Ja, man geht ins Stadion, weil man die Emotionen haben will. Dann komme ich zum Bayern-Spiel wieder, hat man alles erlebt in den letzten 3-4 Minuten, was so ein Spiel ausmachen kann. Von daher, deswegen geht man da hin und ich hoffe, dass wir diese Emotionen jetzt noch am Samstag haben. Und ob es da ein innerer Jubel ist oder ob es eine Jubelexplosion ist, das kann man nicht steuern von vornherein. Das ergibt sich dann immer so in dem Moment, wenn es soweit ist. Wenn wir am 27. Mai was zu jubeln haben, dann wäre es schön.
Das wäre tatsächlich wahrscheinlich auch der Traum aller Clubfans und der Mannschaft. Dennoch muss man natürlich auch zweigleisig planen für die erste und für die zweite Liga. Wie ist da der Stand der Dinge? Wir planen eingleisig. Wir stellen eine Mannschaft für die kommende Saison zusammen, unabhängig der Liga-Zugehörigkeit. Klar gibt es immer Spieler, die schließen ein Engagement in der zweiten Liga aus. Das ist dann schade für den Spieler. Aber dann können wir auch keine Rücksicht drauf nehmen. Wir wollen Spieler dazu holen, die eine gewisse Qualität haben und die für den Club spielen wollen. Und dadurch, dass wir uns irgendwo dazwischen bewegen momentan, zwischen zweiter und erster Liga, gibt es eine klare Zielsetzung in den Gesprächen, dass es entweder um den Klassenerhalt in die Bundesliga geht oder einen sofortigen Wiederaufstieg. Auf welchen Positionen gibt es denn deiner Meinung nach im Team die größten Baustellen, beziehungsweise wo siehst du das? Oder wird wirklich auf jeder Position der Markt sondiert und Gespräche geführt? Die Schattenteams, die man hat, sind auf jeder Position besetzt. Es gibt Sachen, die kann man nicht vorhersehen. Es kann immer sein, dass ein Spieler eine exzellente Saison spielt und dass sich für den Club unglaubliche finanzielle Möglichkeiten darstellen könnten auf dem Transfermarkt. So dass man dann überlegen muss, ob man diesen Spieler ersetzen kann und einen Mehrwert erzielen kann durch Transfereinnahmen. Diese reinvestieren. Genauso gibt es Spieler, von denen den man nahelegen muss, eventuell was anderes zu versuchen nächstes Jahr, weil es hier ein bisschen unglücklich ist oder nicht funktioniert. Es gibt aber Spieler, die man überzeugen muss, dann doch hier zu bleiben. Nichtsdestotrotz sind sie alle gerne hier, das ist mein Eindruck. Aber es geht um das Ganze mit der Perspektive, der Ausblick, wo wollen wir hin, was wollen wir machen. Von daher, die zwei Jungs, die ich genannt habe, plus André und ich und noch andere, halten schon auch schon im Hintergrund, dass wir vernünftig da positioniert sind, auf allen Positionen, die zu besetzen wären. Aber wir werden jetzt nichts überstürzen. Wir müssen gucken, dass wir auch sehr, sehr viele Spieler halten, überzeugen, hier zu bleiben. Ich meine, letztendlich gibt es auch Vertragskonstrukte, die das so zulassen, dass es so ist. Und dafür unterschreibt man Verträge auch, um die einzuhalten und strategisch am besten einrichten. Aber die Mannschaft in ihren Geiste und Charakter und Wesen ist sehr gut. Und auch für nächstes Jahr unabhängig der Liga-Zugehörigkeit schon mal gut aufgestellt von dem, was sie derzeit auf den Platz bringen. Man muss sie halt in bestimmten Positionen ergänzen, beziehungsweise verstärken. Ergänzen schreist du mal aus meinem Vokabular. Ergänzend tun wir sie über Perspektivspieler aus der U21. Aber wir müssen uns verstärken, wir müssen manche Positionen doppelt besetzen. Und wir müssen Spieler mit teilweise anderen Profilen dazu holen, für mehr Variationsmöglichkeiten im Offensivspiel zu haben. Also eine Menge Arbeit steht an für den Sportvorstand. Du hast gerade schon gesagt, der Eindruck der Mannschaft ist durchaus positiv, den du hast. Wie ist denn der Eindruck generell vom Club? Einen Monat bist du hier, wie ist es? Gut. Ich komme zwar selten raus aus dem Büro, aber alles, was ich jetzt bisher hier erlebt habe, ist sehr positiv. Alle sind motiviert und ist optimistisch, zielstrebig. Das ist ein schönes Clubgelände. Und auch die Menschen, die sich hier bewegen, sind auch alle sehr irgendwie optimistisch über, was die Zukunft bringt. Positiv gestimmt. Stadt kann ich nicht so viel sagen. Da war ich noch nicht so viel und da werde ich auch wahrscheinlich die nächsten Monate nicht wirklich hinkommen, weil es noch genügend Arbeit gibt, bevor man dann vielleicht mal einen Spaziergang da macht. Aber an und für sich ist das ein sehr, sehr guter Eindruck bisher. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Es wird sicherlich viel Arbeit anstehen, gerade in den kommenden Wochen, in der Sommerpause dann auch. Da wünschen wir natürlich viel Erfolg dabei und vielen Dank.